Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video spiele ich Engelbert's Epic. Und ihr seht, ich habe eine tägliche Belohnung hier im August bekommen. Ja, wir sind heute, glaube ich, der 24. August, glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder 23. Ich habe keine Ahnung, einfach. Doch, 24. müsste es sein. Ach, egal, bin ich falsch, Digga. Und ja, ich habe halt seit lange nicht mehr gespielt, deswegen habe ich mir die 500 hier Meisterschaftspunkte bekommen. Wäre ich jeden Tag gekommen und hatte die Belohnung abgeholt, dann wäre ich war Tag 24 und ich hätte sogar heute 1000 Meisterschaftsmünzen bekommen. Aber leider habe ich das nicht getan, deswegen bekomme ich die Leute nicht. So, jetzt schaue ich mal, aber wegen diesen 500 halt, ja. Okay, Level 5. Oh Gott, Level 8, Level 5, 6, 8, 5, 6, 5, 5, 5, 5. Alter, was zum Teufel. Und ja, seit dem letzten Mal habe ich doch etwas wenig gespielt. Habe also nicht so gelevelt, aber ich habe halt viele Goldmünzen bekommen, weil ich. Manchmal taucht ja ein goldenes Schwein auf und dann bekommt man eine Münze, und weil ich das manchmal gemacht habe, konnte ich ein paar Mal hier drehen am goldenen Schwein oder halt eine Werbung anschauen halt und kostenlos Würfel und habe zum Beispiel für Red jetzt besseres Zeug bekommen hier. Für Chuck außerdem ein legendäres Ausrüstungsgegenstand, einen legendären Ausrüstungsgegenstand bekommen, in einem Deutschland sagt, und einen besseren anderes Stab. Dann für Mathilde habe ich auch wieder einen neuen legendären Ausrüstungsgegenstand, nämlich für Angriff und unser war den hier noch behalten. Also so schon nicht Stress bekommen. Für Bombe habe ich, glaube ich, auch nur bessere Sachen bekommen. Für Leben haben nichts legendäres und für die hier, für die Jimmy, Jake und Jay, habe ich eigentlich nur besseres. Ich habe auch besseres bekommen, aber leider auch kein legendäres Zeug für die. Und hier, ja. Ja, für den Seebärensaft Rang 3 brauche ich jetzt so. Wie heißen die? Diese großen. Also diese. Ich schau mir nach. Die heißen. Große Fiole. Dann brauche ich magisches Wasser. Und noch diese. Wie heißen sie? Schweinekirschen. Für jetzt. Seebärensaft Rang 3 zu machen. Yep. Das liegt wirklich einfach. Was zum Teufel wieder. So. Kann ich hier wieder drehen. Und was ich noch bemerkt habe, hier ist noch ein Account. Ich glaube, ich bin auf den falschen Account gerade auch. Also nicht schon mehr cool, der ist ja immer dabei. Ich komme nämlich von meiner Mutter. Das ist noch auf dem alten iPad, wo ich Engelbert's Epic gespielt habe. Ja, ich habe schon Engelbert's Epic gespielt. Und da sind mir Erinnerungen hochgekommen. Der schon doch seit Anfangs von meiner also Anfangs meiner ersten Videos dabei ist, weiß, dass ich oft Sachen vergessen habe. Wirklich oft. Und jetzt habe ich mich wirklich wieder daran erinnert, das war das erste Mal, wo ich Engelbert's Epic gespielt hatte. Und Junge, sah das anders aus. Und ich habe einen Schrott bekommen, oder? Yep, habe ich. Das war der erste Account, da bin ich Level 37 geworden. Und ich glaube, ich bin auch in diese Ahnenhöhle gekommen, so heißt die. Deshalb wusste ich auch, deswegen habe ich manchmal auch gedacht, wenn wer die erste Folge von Engelbert's Epic gesehen hatte, habe ich ja vieles gesagt. Und auch in den folgenden Folgen habe ich auch vieles zum Spiel gesagt. Und immer, wo ich mir so im Internet das durchgeschaut habe, weil ich habe mich ich informiert, habe ich mir gedacht, ja, irgendwo habe ich das doch gehört. Und ja, wo ich bei meinem Freund war, habe das habe ich auch ja gesagt, dass ich bei meinem Freund war. Das war, glaube ich, so ein paar Videos, bevor ich diese Pause gemacht habe. Also, boah, vor dem Video, wo ich eine Pause gemacht habe, als das war ich mein Freund halt derzeit. Und ja, da habe ich erst gemerkt, dass das mein alter Account war. Oh, Junge. Und ja. Und es ist auch ein Event gestartet, aber es beginnt erst in 22 Stunden und 31 Minuten. Deswegen, ja.
kann ich Sonic spielen. Vielleicht in der nächsten Folge werde ich Sonic spielen. Kommen wir jetzt noch nicht in der Story weiter, aber wir können wenigstens dieses Event halt spielen. Und ja, wegen den legendären Ausrüstungsgegenständen natürlich bin ich auch etwas stärker geworden. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt 169 Gruppenkraft und hier nur 55 Schweinekraft. Ja, die werden leiden, sehr leiden. Ah, das tut mir weh. Das wird ihm zumal zu weh tun, ne? Och nö, nicht, wir haben hier Ton aus. So. Nein, ich will das nicht auf. Oh. So. Dam 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 dam. Ach ja, was ich werden noch einmal sag, war irgendeiner hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass immer wenn ich halt Videos mache, dass ich halt zum Spiel sehen die Musik oder ja, die Musik hat zum Spiel laufen sollen lassen. Ich glaube, das sagt man so. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Leute nichts gelernt in Deutsch. Okay, doch. Natürlich, ich habe was in Deutsch. Ich war nicht die ganze Zeit am Schlafen. Geheilt. Kommst du auf die Straße? Oh, du bist sogar gestunt. Nice. Du auch. Alter. Mathilda und Ranken und das Gift von dem Säuregen von Chuck machen zusammen so viel Schaden einfach. Boah. Du heilst jetzt, Chuck. Du tippst gegen die drei da unten. Alter. Aua. Plus Chuck heilt jeden. Also heilt 160 Leben einfach von jedem. Jedem Vogel einfach. Was zum Teufel? Da sieht man die legendären Ausrüstungsgegenstände sind extrem stark. Extrem, Mann. Oh. Meine Stimme hat sich seit dem letzten Video nicht gerade verbessert. Und auch die meisten von euch können jetzt sich auf die nächste Folge eigentlich, also wenn nicht nächste Folge von Engel, auf das nächste Video freuen, dann wird es ein neues Projekt geben. Denn normalerweise würde jetzt Engels Evolution kommen, aber weil das langweilig geworden ist, obwohl es das mit die Playlist mit den meisten Aufrufe hat, das habe ich aber schon mit letzten Video, glaube ich, gesagt. Ja. Habe ich aber umentschieden, Dungeon Hunter 5 zu setzen. Das Spiel habe ich auch schon gespielt. Bin, glaube ich, bis Level 43 gekommen. Aber ich sag nur eins. Das war von einem Jahr. Das heißt, deswegen werde ich auch nicht mehr viel wissen von der Story. Also ich finde auf jeden Fall nicht alles wissen. Ich werde wahrscheinlich das meiste wissen, aber nicht alles. Das ist klar. Kämpfen wir gegen einen kleinen Mini-Boss. Wie viel macht er überhaupt? 3150 Leben. Oh Junge. Konzentriert alle Angriffe auf ein Ziel. Dauer 4 Runden. Verursacht 3x 121 Schaden. 126 Schaden. Das würde. Also 3x 100 ist schon 300 natürlich. Und 3x 20 wird schon halt 60. Und 3x. 378 Schaden, was zum Teufel? Und halt für 50% des das heißt 358 geteilt durch 2. Ach du Scheiße, das ist viel. 189 Leben heute halt sich, wenn er diese Attacke macht. Boah. Erhält zusätzliche Angriffskraft, wenn sich die Wut irgendwie auflädt. Oh Gott, nein. Das wird ein anstrengender Kampf. Zum Glück macht Wetz schon 195 Schaden, ey. Und es hat gerade an der Tür geklingelt. Na super. Bin wieder da. So, go. Und bis dann. Nice. Okay, attackiert Chuck. Das Spiel wird nicht. In Sicherheit. Also, Schutzschild geben. So, heilen.
Und das. So, und Schutzschild. Und jetzt das hier. Bam und bam. So, attackier mal. Okay. So, voll geheilt. Attacke. Und bam. Und du bist tot. Und ich hoffe, ich bekomme 3 Sterne und wenn es die Truhe gibt, auch die Truhe. Hoffentlich. So, 3 Sterne auf jeden Fall und die Truhe jetzt, hoffentlich. Ich hab 10 Freundschaftsdistanz. Also ich hab. Also wirklich. Okay, ich hab gespielt. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt 3 oder 4 Freundschaftsdistanzen opfern müssen für diese eine Truhe. Aber ich hab nur eine gebraucht. Das geht ja. Ich hab jetzt gar nicht geschaut, was ich aus der Truhe bekommen habe. Ach egal, ihr könnt ihr das Video pausieren und dann es anschauen. Ich kann das gleiche machen, wenn ich mein eigenes Video anschaue, um zu sehen, wie scheiße die Qualität und scheiße das Video ist. Oh Mann. Natürlich war das nur sarkastisch gemeint. So, oh, das Gold Train ist da auch, das höre ich. Das, wo ist es nur, frag ich mich. Ah, da ist es. Hallo, wie geht's? So, Kampf. Bin ich mal gespannt. Was ich auch doof finde, wenn in dem Level, was man schon absolviert hat, wo das dann auch, wo dann halt das Goldschwein auch auftaucht, wenn es taucht nur in Level auf, die man schon geschafft hat, dann sind die Gegner, die mit ihm dabei sind, einfach auch auf Level 17. Das finde ich irgendwie unfair. Aber das wurde vom Spieler so gemacht oder programmiert halt, für es doch etwas schwerer zu machen, denn ja. Die dann auf Level 5 zu haben, wenn man die Dinge hat es dann, ja, ich glaube, das wäre etwas langweilig doch. Ich glaube, da verstehe ich doch etwas die Logik dahinter. Ja, ich habe jetzt Schutzschild gemacht. Was für ein Idiot bin ich eigentlich? Aber egal, ich habe wieder das Goldschwein. Ohne Probleme. Besiegt. Nice! So, 3 Sterne. So. Oh, das stört meine Stimme. So. Ach, zum Teufel, wirklich. So, ihr lädt es wieder eine Stunde lang. Na, super. Ach, zum Teufel wieder. So. Okay, hier ist eine Muschel, na, bekommt Zeugs hier raus. So, und hier geht's weiter. Und die Schweine haben nur 63 Schweinekraft. Ja, das wird ja einfach. Ach, sie laufen so dran. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele legendäre Ausrüstungsgegenstände habe ich. 4 oder 3? Ich glaube 3. Ja, doch 3. Chuck hat ein legendäres Ausrüstungsgegenstand und Mathilda 2, ja 3 dann. Und Red hat keinen legendären Ausrüstungsgegenstand, Bombe auch nicht und die Jim, Jake und Jay auch nicht. So, dann ja, nur 3. Ich vergifte mir. Halt alle, du bekommst gut. Und jetzt sind schon 3 tot von denen. Das ist nur der kleine Minibus da. So, also so ein normales dickes Schwein, so großer Boss hier. Heilen, jetzt ist jeder voll. Du bekommst gut und du wirst attackiert. So, jetzt müssen die beiden sterben und gewonnen. Nice. War eigentlich gar nicht schwer. Ich habe ja auch. 100, ich glaube wirklich so 100
Nein, Gruben kauft mehr als die halt. Deswegen ist es nomadisch. Ja, keine Probleme gegen die habe. Also aber krass, wenn ich habe das wirklich, ich habe kein, ich glaube, ich spiele seit dem letzten Mal, habe ich keinen, bin ich kein Level aufgestiegen. Ich habe nur legendäre Ausrüstungsgegenstände bekommen und die machen mich so stark anscheinend, dass ich 100 Gruppenkraft mehr habe als die. Ey. Was zum Teufel? So, hier die nächste Level hier, bam. Das sind sogar drei Wellen, also eine Kampfserie halt. Und die haben 145 Schweinekraft. Ah, das wird schon etwas interessanter. Okay, normale Gegner einfach. So, wenn wir dann bekommen auf die Schnauze. Das sind doch die ersten drei da oben schon gestorben. So, Heilung. Aua. Gift. Und bam, tot. Jetzt. Okay, und zweite Welle. Mit diesem hier, mit dem Hexendoktor. Hat 1260 Leben, okay. Ja, komm doch hier. So, okay. Ah, die Ziele schon aufgeladen. Okay, dann go! So. Ja, die kommen raus und so. Die unten sind gestorben, die werden jetzt auch sterben, diese Schumäne oder wie man. Wie heißen die? Pygemenschützen. Pygemen dann. Die Pygemenschützen werden jetzt in der nächsten Runde sterben durch die Haken und das Gift. Und dieser Doktor Heiler, die wäre immer noch. Oder wie immer. Er heißt, wie immer, ich kann nicht sehen, ob wie auch er heißt, sonst. Du stirbst, ja. So, und jetzt kommt die dritte und somit auch die letzte. Jetzt ein Zauberer, na super. Du kannst nicht, du bist attackiert, damit du auch kein Heil mehr kannst. Also, nein, du bist attackiert, damit du weniger Leben hast. Und dann halt auch erst, da besiegt du das als der Zauberer. Ja, du stehst doch etwas mehr als ein Zauberer, finde ich. So, und so. Okay, Chuck. So, heilen. Und Schutz für Chuck. Und da oben, der da oben wird sterben. Nice. Und au. Heilung. Und Attacke. So, hier Heilung. Und jetzt ist er sterben. Oder auch nicht. So, jetzt ob. Schnauze von Chuck und wir sind tot. Nice! So, hoffentlich drei Sterne müsste ich aber bekommen. Ja, habe ich. Sogar deutlich, wirklich. Oh, 107.549 Punkte. Nice! Alter, keine drei Elektköpfe bekommen, aber egal. So, noch einen Kampf und dann beende ich aber das Video auch. Also wird es wahrscheinlich jetzt. Ich glaube, wenn ich den nächsten Kampf mache, dann wird das Video wahrscheinlich 21 oder 22 Minuten lang. Ich weiß ja nicht, wer. Was im nächsten Kampf wird passieren. Oh, Easy Quest. Ja, geht da, das war schon vorhin da. Vollidiot. Und ein kleiner Geist. Auch wie klein kann man den nicht nennen. Was jetzt wieder an den kleinen Zwischenboss oder was? Bin mal gespannt. Wie viel Schweine. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin noch nicht stärker als die Schweine. 40 Schweinekraft mehr als wir. Ach du Scheiße, das wird ein spannender Kampf.
Diese Folge wird doch etwas länger als erwartet, doch. Ich probiere auf jeden Fall das Level hier noch zu schaffen. Und hoffentlich bin ich dann. Wieso? Hä? Och nö, nicht wieder Werbung. So. Und ich kann die Werbung jetzt überspringen. Nice. So. Jetzt kann der Kampf beginnen. Ohne durch eine Werbung zu unterbrochen zu werden. Nee. So, wie viel Leben hast du denn? Du hast 3278, sondern 76 Leben. Weniger als der Zwischenboss am Anfang der Folge. Das ist etwas komisch. Aber hat noch andere Fähigkeiten natürlich. Graues Liga Schrei. 3 Runden. Verrückt Verbündete. Also warte, Aufladezeit 3 Runden. Und Verbündete Gespenster herbei. Untot passiv. Belebt sich 2 Runden nach K.O. wieder. Oh Gott. Aua. Da steckt, wie viel Schaden macht's mir überhaupt? Verursacht 20 Schaden, Ziel erleidet über die nächsten 3 Runden zusätzlich 202 Schaden. Also für Wet ist das nicht so schlimm. Der stirbt nicht sofort. Der braucht das, muss dreimal getroffen werden, um zu sterben. Aber Chuck, der kann schnell sterben. Und Matilda gar nicht, die hat auch mehr Leben als Chuck. Der Chuck ist eigentlich der mit dem wenigsten Leben, aber auch einer von den stärksten Heiler. Finde ich zumindest. Oh, er ruft Verstärkung, okay. So. Da warte, ich krieg ihn ein Stückchen. Auf die Schnauze. Das macht auch hier. Okay. Du wirst attackiert. So. Ah, ich bin nicht gestorben. Okay. So, geheilt. Geheilt. Und auf die Schnauze. So. Der unten lebt noch. Dann mach ich sicherer. Und hier gibt mir die Chili. Dann hier ist geheilt und so müsste ich jetzt sicher gewinnen. Also ich will kein Risiko eingehen, deswegen mach ich mir einfacher so. Und tot. Nice, okay. Ich hab hoffentlich 3 Sterne bekommen. Hoffentlich. Hallo? Ah, ich dachte, ich hab verloren. Oh, Stufe in Aufstieg. Nice. Bitte 3 Sterne, bitte 3 Sterne, bitte 3 Sterne, bitte 3 Sterne, bitte 3 Sterne. Nein! Was kann man hier? Hier gibt's mal keine Truhe. Oh, das war doch komisch. Oder sonderbar. Auf jeden Fall, das war's im Video. Wenn es euch gefallen hat, vergiss nicht, eine positive Bewertung bleiben zu lassen. Wenn ihr sehen, was euch gefallen hat, vergiss auch nicht, einen Kommentar mit Kritik und Infos da zu lassen, wenn ich verbessern kann. Vergiss auch nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Außerdem nicht das Video mit euren Freunden zu teilen. Wir sehen uns im nächsten Video und das ist Dungeon Hunter 5. Ein neues Let's Play. Nicht Format. Und ich bin noch, Stufen auf Stufen. Nice. Tschüss.